Harry, wann sind wir endlich da? Wir sind da. Keine Sorge. Aussteigen, Jungs. Oh, endlich. Ich musste so dringend auf Toilette. Oh Mann, meine Blase platzt gleich. Dann geh auf Toilette. Aber du weißt, wir müssen hier vor Recht und Ordnung sorgen. Ja, wir müssen hier jeden festnehmen, der uns in den Weg kommt. Juhu, spielen! Hey, aus dem Weg! Du bist eindeutig zu schnell gefahren. Was? Er meinte, du bist über Rot gefahren. Ganz egal, du bist auf jeden Fall festgenommen. Von der Barry-Invasion. Hast du mich da verstanden? Barry ist nicht umsonst hier in die Stadt gekommen. Barry wird dich jetzt verhaften. Barry ist der Beste. Was ist Barry? Sag mal, kann der hinter mir mal aufhören zu furzen? Was hast du gesagt? Hey, nimm das! Niemand ist böse zu Barry! Hätten wir den ersten festgenommen. Aber jetzt muss ich erstmal auf Toilette. Mann, es ist dringend. Ja, ich werd total nass. Wow, was war das denn? Ich glaube, das war keine gute Idee, mit dem Rollstuhl in die Waschanlage zu fahren. Nun gut, jetzt haben wir den Salat. Egal. Gut, hätten wir das auch gemacht und Punkt auf meiner Lebensliste ist auf jeden Fall abgeschrieben. Gehen wir mal schnell wieder nach Hause und holen uns aber vorher noch eine leckere Pizza, würde ich sagen. Eine leckere Pizza kann man immer machen. Da steht ein Bus. Warte mal, wer ist das denn? Hallo? Und Polizisten? Voll viele, was machen die da auf der Straße? Schauen wir mal. Da will ich auf jeden Fall mal gucken gehen. Wer ist das und was ist das? Aber, warte mal. Habt ihr den Kleinen festgenommen? Ja, ich hab mir noch ein paar Popcorns geholt. Hey Barry, du sollst das nicht so fressen. Lass mal auch was rüberrücken. Nee, das teile ich nicht. Hey, ihr habt mich ohne Grund festgenommen. Klappe zu! Und da fahren sie los. Und der sitzt hinten drauf. Wow, Alter. Der frisst sein Popcorn und hinten. Aber das sind Barrys. Ich habe es ganz genau gesehen. Und ihr hoffentlich auch. Oh nein, wie kann das denn sein? Eine Barry-Invasion ist hier. Oh Mann, wir müssen dagegen irgendwas tun, Freunde. Der arme Junge wurde grundlos festgenommen. Oh Mann, wenn das jemand wissen würde, dass wieder die ganze Stadt voller Barrys sind. Oh Mann, und wir müssen die jetzt mal ein bisschen belauschen. Was werden die jetzt wohl machen? Den armen Kleinen, da müssen wir auf jeden Fall retten. Aber ja, das werden wir schon noch hinkriegen. Wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, weiterhin belauschen und mal gucken, was die so machen. Gute Arbeit, Barrys. Ja, ich habe die beste Arbeit geleistet, außer Barry. Barry 2, der hat nur gefuttert und gefurzt. Ja, ich kann doch auch nichts dafür, dass ich so einen schwachen Magen habe. Barry, wir müssen uns zusammenreißen. Wir müssen noch mehrere Leute finden. Ja, hallo, bitte kommen Sie so schnell es geht. Oh nein, Ihr Hamster braucht eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Ich werde mich beeilen. Ich bin schon unterwegs. Bitte, Hamster, bitte, du musst es überleben. Wir müssen Vollgas drücken. Da bin ich. Hey, was war das denn für einer? Ich hab es auch gesehen, der ist viel zu schnell gefahren. Ja, holt ihn euch. Stehen geblieben, hier ist Barry. Barry, ich hab es richtig dringend. Ich muss wirklich zu meinem Patienten. Sie sind eindeutig zu schnell gefahren. Ja, aber Barry, ich bin noch im Einsatz und da darf man schneller fahren. Bitte, Herr Polizisten Barry, drücken Sie ein Auge zu. Ich muss wirklich zu meinem Patienten, sonst verstirbt er vielleicht noch. Das sehe ich nicht so. Sie sind verhaftet. Hände hoch. Aber Barry, das geht doch nicht. Was? Barry hat den Arzt verhaftet? Dabei hat er gar nichts getan. Er musste nur zu einem Einsatz. Und alle werden anscheinend verhaftet. Das kann nicht sein. Ihr seht es. Jeder, der irgendwie was macht. Also generell, ich glaube, Barry wird einfach jeden verhaften. Das ist ihr Ziel. Ganz Brookhaven soll verhaftet werden. Oh oh. Okay. Wir gehen mal schnell hier rüber und schauen mal, was Barry sonst noch so macht. Barry ist ja ein mega, mega böser Polizist und ich finde es schon generell schlimm, dass er an die Macht gekommen ist, dass er überhaupt Brookhaven leiten darf. Wir müssen die Leute befreien, aber wie sollen wir das am besten machen? Schaut euch das mal an, dort ist dieser Junge eingesperrt und der Arzt ist, glaube ich, jetzt auch eingesperrt. Mann, wir müssen irgendwie helfen, aber wie? Dumm, fahren wir mal auf Arbeit, um den Müll abholen. Barry, schmatz nicht so! Barry, schmatz nicht so! Barry!
Doch laut meinen Akten müssen wir jeden festnehmen in ganz Brokehaven. Niemand darf mehr frei rumlaufen. Barry, schau da draußen! Ja, ich werde mich drum kümmern! Barry, Barry! Oh nein, Mann, die Polizei ist hinter mir! Vollgas oder nicht? Lieber nicht. Aha, was haben Sie denn jetzt gemacht? Na, was haben Sie falsch getan? Ich ergebe mich so und bitte nehmen Sie mich fest. Ich wollte schon immer ins Gefängnis. Also wenn jetzt nicht meine mögliche Strafe angesessen ist, dann jetzt. Ich hab Müll geklaut. Ja, das wird notiert. Ja, ganz genau. Oh Mann, ey, das ist Barry, Barry, der Polizist. Alter, Sie sind fett wie ein Burger. Ja, und was haben Sie noch vergessen? Ich weiß nicht. Sie haben eindeutig vergessen, mir Essen mitzubringen. Oh, also, das tut mir leid. Und drüber gesagt, sind Sie viel zu schnell gefahren. Das macht Gefängnisstrafen, das wissen Sie. Oh, oh, jetzt komme ich tatsächlich ins Gefängnis. Aber du hast heute Glück gehabt. Ich sehe drüber weg. Ich esse lieber schön wieder mein Popcorn weiter. Schönen Tag Ihnen noch. Nehmen Sie mich nun fest. Ich weiß, es ist alles in Ordnung. Es tut mir so leid. Hallo? Nehmen Sie mich jetzt fest? Oh nein, oh nein, oh nein, nein. Das kann nicht sein. Ich habe es alles mitbekommen. Barry sperrt hier Tag für Tag mehr ein. Wir müssen Barry stoppen. Aber wie machen wir das am besten? Ich weiß nicht, wie man so eine dicke Qualle stoppen kann. Am besten gar nicht. Der braucht sich nur auf mich raufsetzen und dann bin ich Matsch. Ja, toll. Das ist ein dicker Elefant. Aber egal. Wir müssen irgendwie was finden. Ach, Mann, oh Mann. Ach Gott, wir müssen hier auf jeden Fall langsam vorbeikriechen. So, vorsichtig vorbeischleichen. Und dann bin ich weg hier. Gut, ich hatte es auf jeden Fall fast geschafft. Ich werde hier sofort weggehen. Hey, schaut euch den da mal an. Das ist doch Vitamine. Holt ihn euch. Barry wird sich ihn schnappen. Oh nein, sie haben mich entdeckt. Barry, die Barry-Invasion ist hinter mir. Oh, oh. Und er hat schon den Taser ausgepackt. Wir müssen schnell abhauen. Nein, 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 nein. Das könnte jetzt total in die Hose gehen. Hey, bleib stehen. Oh Gott, was soll ich machen? Bleib stehen. Du bist verhaftet, weil... du hier gelaufen bist. Ah, er will mich auch verhaften. Nein, 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 wir müssen ihn austricksen. So, das ist unsere Möglichkeit. Ich hoffe, er findet uns nicht. Mann, wo ist er? Oh nein, er läuft zurück. Super, wir werden ihm gerade nochmal so entkommen. Oh Mann, wie heftig ist das denn? Die Barry-Invasion ist tatsächlich überall. Eine Barry-Apokalypse. Wir müssen Barry stoppen und ich habe schon das perfekte Gegenmittel gegen diese bösen, bösen Barrys. Und zwar, was macht ein Barry am meisten? Ja, furzen, rülpsen und essen. Ganz genau. Furzen, rülpsen, essen. Ich meine, alle drei Dinge, die er die ganze Zeit macht. Also werden wir ganz, ganz viel Essen holen und dann vor seiner Wache irgendwie ablegen. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir das machen, aber das werden wir schon irgendwie schaffen. Dann wird Barry das hoffentlich essen und sie werden müde. Und wir können die unschuldigen Bürger von Brookhaven befreien. So ist auf jeden Fall unser Plan und mal sehen, ob der in die Tat aufgeht. Sowas isst Barry am besten. Und so hier, Schokolade kriegt Barry, eine dicke Pizza. Ja, was Gesundes wird er nicht essen. Hier, Eis kriegt er. Ja, Chips kriegt er noch. Ich denke mal, Energy. Energy, klar, Mensch. Barry, Barry ist so ein kleines Schnabeltier. Eine Coca-Cola, damit er immer dicker wird, kommt auch noch in seinen Magen hinein. Und dann haben wir alle Zutaten. Wir müssen es jetzt nur noch verstecken in dieser Tüte hier. Und dann Barry unterschmuggeln. Das ist ein guter Plan. Okay, es wird jetzt dunkel. Und meine Mission ist es, nur noch diese Tüte hier vorne hinzulegen. So, zack. Und schnell wieder weg. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis Barry das dicke Schnabeltier das essen wird. Hier draußen ist doch eine Tüte. Wer hat die denn hier hingelegt? Schaut mal, Barrys. Was ist denn da drinne? Ja, das möchte ich auch gerne wissen. Guck mal, Barrys. Was Leckeres zu essen. Ja, Schokolade. Eiskalte Cola. Pizzastück. Mann, ist das lecker. Weiter. Pizza. Oh, Schokolade. Schokolade. Mein Plan ist aufgegangen. Zwei von drei Barry schlafen schon. Und jetzt müssen wir nur noch auf den anderen warten. Pizza. Der ist auch eingeschlafen.
alle drei Barry schlafen. Unsere Chance, die Leute zu befreien und mit dem Helikopter abzuhauen. So, jetzt nur noch vorsichtig hier reingehen. Und jetzt vorsichtig hier durchschleichen. Alle Barry sind am Schnarchen. Oh Mann, das funktioniert mega, mega gut. So, jetzt nur noch die kleinen Leute hier retten. So, hey, 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 ihr da! Hey, wer bist du denn? Ruhe, ich bin's, Vitamine, eure Rettung. Hey, ich bin gefesselt. Du musst mich tragen. Keine Sorge. Und der Arzt, sie kommen auch mit. Los, wir flüchten jetzt über das Dach. Alle nach oben. Los, gehen Sie hoch, Herr Arzt. Und Baby, du auch hoch. Hä? Was ist hier los? Los! Hey! Was machst du da? Hey, ich bin's, Barry! Hey, du siehst aber nicht aus wie ein Barry! Warte ab! Hey, dich hol ich mir! Wow, schnell weg hier! Oh nein, oh nein, oh nein, Barry ist aufgewacht und er kommt! Oh nein, der dicke Dickmann kommt! Hey, stehen geblieben! Oh nein, abgehoben und Vollgas! Oh mein Gott, weg hier! Ich werde dich kriegen! Oh mein Gott, Vitamine, du hast uns gerettet! Ja, allerdings, aber trotzdem haben wir noch diese drei dicken Dickmanns hier in der Stadt. Wir werden ja sehen, wie wir sie erledigen können. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat von Brookhaven und uns, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Schaut euch jetzt noch gerne rechts die zwei anderen coolen Videos an und dann sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin, tschüss! Kommst du? Wir wollen auf Streife fahren. Ja, Papa, wo bleibst du? Los, wir wollen jetzt endlich wirklich losfahren. Ich hab gerade keine Zeit. Hat unser Vater da gerade wirklich durchs Walkie-Talkie gefurzt? Anscheinend. Och Mann, wir werden Barry niemals groß kriegen. Das ist ein kleiner, großer, dicker Mann. Und mein Ehemann. Ja, Mama, das ist mein Papa. Aber ist ja auch nicht schlimm. Aber wir wollen auf Streife. Ich hol ihn jetzt. Papa, los, ab geht es jetzt zur Streife. Hundebabys und Essen. Alles lecker. Obwohl ich Hundebabys auch essen würde. Was würdest du essen? Oh, hey! Natürlich nicht, Sohnemann. Keine Sorge. Wir sind die Barry-Familie. Und wir müssen jeden einsperren, der böse zu uns ist, richtig? Ja, ich weiß nicht. Ich finde das zwar nicht so, dass wir jeden einsperren sollten, aber das ist meine Mama und mein Papa. Und ich muss natürlich selbstverständlich machen, was die sagen. Wenn ich das nicht mache, dann bin ich ja böse. Und ein böser Junge möchte ich auch nicht sein. Papa, können wir jetzt auf Streife fahren? Ja, okay. Dann machen wir halt jetzt mal los. Komm, Sohnemann. Ja, ich bin ja schon hinterher. Oh, mein Vater, der frisst sehr, sehr gerne Pommes, Chips und alles, was es auch gibt. Und wir fahren jetzt auf Streife. Los geht es. Ey, aber Sohnemann, ich komme doch nicht mehr so weit weg. Was? Wir fahren jetzt nicht auf Streife? Dein Vater ist manchmal einfach zu faul. Er möchte einfach nur vor der Tür gucken. Ja, es ist doch viel einfacher, einfach hier auf die Straße zu gucken. Einfach auf die Straße? Aber das ist doch mega langweilig. Und hey, da kommt jemand. Hey, stopp! Aussteigen, allgemeine Verkehrskontrolle. Och, Herr Officer, ich hoffe, ich bin nicht zu schnell gefahren. Wirklich, ich habe mich eigentlich an den Geschwindigkeiten gehalten. Ich hoffe, Sie haben was zu essen mitgebracht. Haben Sie Pommes? Ja? Entschuldigung, eigentlich habe ich keine Pommes. Und wie sehen Sie denn aus? Sie sind ein Polizist? Aber selbstverständlich, was soll ich denn sonst sein? Alter, was geht denn hier ab? Wir wollten auf Streife fahren und nun fahren wir nicht auf Streife, weil mein Vater einfach zu faul dafür ist. Ach, Mann, oh Mann. Und was machen wir jetzt nur mit ihm, Papa? Entschuldigung, Herr Officer, ich werde nie wieder so schnell fahren. Ich verspreche es Ihnen. Nee, das sehe ich nicht ein. Du kommst ins Gefängnis. Was? Wir können doch nicht jetzt einfach so den da wegsperren. Mama, hast du das gesehen? Was soll das denn? Kleiner Vitamine, wir sind in der Barry-Familie. Und Barry klärt das nun mal so. Barry lässt keine fremden Leute frei rumlaufen. Jeder von Barry wird eingesperrt. Das weißt du doch. Aber Mama, wir können doch nicht jemand Unschuldiges einfach wegsperren. Fahr einfach sein Auto weg. Dann wird sich eh keiner mehr drum kümmern um den Taxifahrer. Was? Alter, wie verrückt seid ihr denn? Wir sind hier in der Barry-Familie und ihr habt es gehört. Ich soll jetzt das Auto wegfahren, damit der Taxifahrer nie wieder gefunden werden kann. Alter, das ist mega krass. Irgendwie wie eine Entführung, finde ich das. Und ich sollte mal lieber schauen gehen, wo mein Vater jetzt hingegangen ist. Und ich
ich glaube, dein Papa ist schon wieder am Essen. Die Streife ist damit beendet. Was? So schnell ist die Streife wieder beendet? Wir sind doch noch nicht mal losgefahren. Wir haben noch nichts mehr gemacht. Nee, das kann doch nicht sein. Tja, was soll ich dir sagen? Barry ist der Chef. Boah, die Barry-Familie ist ja mega krass. Ich gehe mal zu meinem Vater. Gucken, was der schon wieder macht. Papa? Papa, was machst du denn? Hallo? Das ist lecker. Oh, oh, oh. Achtung, Achtung. Da wird ja mir sogar kotzübel. Alter, mein Vater hat hier mega laut gefurzt und... Das stinkt total. Die ganze Bude ist voll hier. Ach Mann. Hey, Papa, wollen wir jetzt nicht noch irgendwas Cooles machen? Komm schon. Sohnemann, wir machen doch was Cooles. Essen und Fernsehen gucken. Essen und Fernsehen gucken. Hey, Papa, du könntest ja auch mal ein bisschen Fitness treiben. Hier, hu, ha, zum Beispiel Sport oder so. Komm schon, Papa, um ein paar Kilos abzunehmen. Nee, ich esse weiter. Ich bin Barry. Barry und bin böse und hungrig. Oh Mann, mein Vater werde ich wahrscheinlich nie wieder geändert kriegen. Aber wir werden jetzt mal nach unten gehen zu dem Gefängnisinsassen. Ach, ich werde mal gucken gehen, was der so macht. So, hallo? Hey, Sie Taxifahrer. Hey, sag mal dein Vater, der ist ja übel komisch. Du musst mich befreien hier. Ich habe doch gar nichts getan. Ja, das stimmt, aber ich weiß nicht. Ich bin auch in der Barry-Familie. Ich kann sie nicht einfach freilassen. Komm schon, Kumpel. Du darfst von mir aus für immer kostenlos mit dem Taxi fahren. Aber du musst mich freilassen. Wir müssen den Barry anzeigen. Das kann nicht sein. Das ist kein echter Polizist. Das ist ein fetter Rollmops. Mann, ich weiß nicht. Ich kann doch nicht gegen meinen eigenen Willen meinen Vater ärgern. Okay, wisst ihr was? Ich werde dir helfen. Komm mit. Du kommst jetzt sofort mit, aber du bist ganz, ganz ruhig. So, wir nehmen jetzt einen anderen Weg und wehe, du wirst irgendwas sagen. So, komm mit hier nach unten. Hier gibt es einen geheimen Weg, wie wir freikommen, oder besser gesagt, wie du freikommst. Und wenn Barry fragt, wo er hin ist, dann müssen wir einfach lügen. Denn mein Vater würde übel böse auf mich sein. So, komm mit, können wir hier raus? Ich glaube, hier ist der Ausgang. Ja, hier geht's nach oben. Komm, 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 schnell, 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 schnell. Und dann nichts wie raus jetzt hier. Los, komm. Was macht mein Sohn da? Sohnemann, das gibt Hausarrest. Rennen Sie, los, los, da ist Ihr Taxi und fahren Sie schnell weg. Oh mein Gott, schnell, schnell, schnell. Ich muss auch erstmal weg, sonst gibt es mega Ärger. Oh nein, oh nein, Barry, der Böse. Nein, 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 schnell weg hier, Freunde. Oh mein Gott, das war auf jeden Fall schon mal die Barry-Familie. Unser kleiner Hund ist so süß. Wow. Ja, ich liebe unseren Hund. Ja, ich liebe auch unseren Hund, denn er ist mega, mega süß und heißt übrigens Ben. Das ist der kleine Hund Ben. Komm, Ben. Yeah, Ben. Wow, guck dir das mal an. Vitamine, hör auf damit. Dem Hund wird noch ganz schwindelig. Den Hund wird es wirklich noch schlecht gehen. Wenn der auf den Teppich kotzt, dann ist es deine Schuld. Ja, tut mir leid. Oh Mann, oh Mann. Okay, dann werde ich mal eine Runde Gassi mit Ben gehen. Komm, Ben. So, mein kleiner Hund, der Ben, ist mega, mega schön. Ben? Okay, da kommt er. Und wenn ihr Ben noch nicht kennt, dann müsst ihr ihn auf jeden Fall kennenlernen. So, und Ben muss jetzt natürlich auf Toilette gehen. Komm, Ben. Du musst doch bestimmt auf Toilette. Ja, Ben, hier, guck mal hier an die Seite, da kannst du bestimmt dein Geschäft machen. Und, oh oh, es ist schon mega spät geworden, Ben. Wir sind ja mega weit weggelaufen von zu Hause. Wir sollten vielleicht nach Hause gehen, Ben. Ja, Ben, komm sofort mit. Los, 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 wir müssen uns beeilen, wenn unsere Eltern mitbekommen, dass wir zu spät kommen. Und vor allen Dingen, ich darf um diese Uhrzeit gar nicht mehr mit dir draußen sein. Das ist viel zu spät. Ja, Ben, ich weiß. Komm, los, 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 Ben. Wir sind zu Hause, Ben. Komm, Ben, los, rein hier. So, sorry, Mama. Sorry, Papa. Ich bin zu spät. Allerdings, du bist schon sehr, sehr spät. Das Abendbrot war schon vor einer halben Stunde. Und wo hast du Ben gelassen? Ja, Sohnemann, also das möchte ich nicht nochmal sehen. Und wo ist unser Hund, der kleine Ben? 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 Den habe ich doch mitgebracht. Hä? Ben, muss hier... Ben? Wo ist Ben? Hallo? Ben war gerade noch hier. Wo zum Teufel ist Ben? Du machst dich jetzt sofort auf die Socken und suchst nach Ben. Ja, ich werde sofort Ben suchen. Oh nein, 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 Freunde. Was ist denn nun los? Wo ist denn Ben abgeblieben? Unser Hund. Ich weiß doch, der war doch hier irgendwo unten. Oh nein, Ben, bitte. Ben, ich suche dich. Ben, bist du vielleicht hier? Irgendwo schnüffelt der doch noch. Ben, wo bist du? Oh nein, kleiner Ben, wo bist du denn? Ben, da bist du ja. Komm, Ben.
Ben, alles klar bei dir? Ich bin Ben. Und Ben möchte dich gerne fressen. Warte mal. Ben, du kannst reden? Ja, ich bin Ben und ihr habt mich die ganze Zeit nur mitgeschleppt. Immer Gassi gehen und nur dieses Trockenfutter essen. Ich hasse es so sehr. Irgendwas läuft hier komplett schief. Und dafür wirst du deine Abreibung bekommen. Schau mal, was ich mitgebracht habe. Was? Nein! Ben, lass uns in Ruhe! Du kannst mich doch nicht angreifen! Komm her! Ben! Talking Ben! Oh nein, das ist Talking Ben! Mama, Papa, die müssen mir helfen! Talking Ben! Ben hat mich gerade verfolgt und wollte mich töten! Vitamine, du brauchst dem Hund jetzt keine Schuld geben, dass du eine Dreiviertelstunde zu spät gekommen bist. Ja? Du möchtest nur darauf ablenken, dass du keinen Hausarrest bekommst. Ab ins Zimmer mit dir! Nach oben! Ich will dich nicht mehr sehen! Aber, da ist der Hund! Oh nein, Mama, Papa! So ein süßer Hund, der würde uns niemals was tun. Das ist Talking Ben, ich schwöre es. Oh Mann, meine Eltern glauben mir nicht, Freunde. Ihr müsst es unbedingt jetzt in die Kommentare schreiben. Meine Eltern wissen nicht, dass das Talking Ben ist. Aber wir haben es doch gemeinsam gesehen. Wir sind Gassi gegangen und niemand glaubt uns, dass der reden kann. Oh Mann, egal. Ich werde mich jetzt erstmal hier hinlegen. In der Hoffnung, dass Ben heute nicht mehr reinkommt. Ich werde auf jeden Fall die Tür abschließen. So, und viel Spaß, Ben. Und gute Nacht. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht, Ben. Ja, schlaft gut beide. Ich muss auf Toilette. Na toll. Und ich ärgere mich auch immer noch, dass meine Eltern mir immer noch nicht vertrauen, dass der Ben geredet hat. Ich habe es doch mitbekommen, oder habe ich es mir nur eingebildet, dass uns Ben verfolgt hat? Ich weiß es nicht mehr so sehr. Aber gut, ich gehe jetzt auf Toilette. Tür aufschließen. Und jetzt ab nach unten. Ich muss nämlich so dringend auf Toilette. Wow. Ich bin Talking Ben. Ich weiß, dass ihr hier unten seid. Und Vitamine, dich werde ich schon kriegen. Ich bin es nämlich Talking Ben. Und fertig. So, nur noch die Hände waschen. Und dann können wir endlich abhauen. Ab geht es wieder ins Bett. Los jetzt. Na hallo, hast du Talking Ben vergessen? Warte mal, Talking Ben, ich wusste das. Du bist es. Und du hast mich angegriffen. Du kannst reden. Aber klar kann ich reden. Ich bin doch nicht umsonst Talking Ben. lass mich in Ruhe. Nein, komm her, mein kleiner Freund. Freunde, Talking Ben ist hinter mir. Ich wusste es doch. Talking Ben ist lebendig. Oh Gott. Talking Ben ist ein Hund, der die ganze Zeit Leute versucht umzuschnetzeln. Aber nicht mit mir. Ich werde es nicht zulassen, dass du mich kriegst und raus? Na, kommst du wohl nicht raus hier? Talking Ben, lass mich bitte in Ruhe. Nein, ich will die Eltern für mich alleine, dass sie nicht mehr nur noch dich verwöhnen, sondern nur noch mich. Was? Und dafür werde ich mir dich holen. Wow, schnell weg hier. Das kann nicht sein. Talking Ben versucht mich tatsächlich zu bekommen. Aber wow, er ist überall gefühlt. Talking Ben ist einer mit der schlimmsten Charaktere in ganz Roblox. Also nichts wie raus hier und abhauen. Er möchte nämlich die ganze Aufmerksamkeit meiner Eltern haben. Schnell weg hier. Denn meine Eltern werden mir so oder so nicht glauben, dass Talking Ben tatsächlich existiert. Und unser Hund ist, Freunde. Oh mein Gott, ich bin jetzt erstmal entkommen, aber was soll ich tun? Ich meine, wie soll ich meinen Eltern erklären, dass Talking Ben nur eifersüchtig ist und deswegen mich umschnetzeln will? Naja, vielleicht habt ihr eine Idee. Wenn euch dennoch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr solch coolen Videos sehen wollt mit mir und Brokehaven, wisst ihr, was zu tun ist? Ein Daumen nach oben würde mich sehr, sehr glücklich machen. Rechts daneben könnt ihr noch zwei andere coole Videos ansehen, würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin, tschüss! Sandy, was hast du so laut gefurzt? Alter Mann, ich war das nicht. Ich schwöre dir, das war der Wächter dort hinten. Na, da seid ihr jetzt wenigstens zu zweit. Haha, ich hab euch vermisst. Sandy, was soll das, Mann? Ja, okay, das war jetzt wirklich ich. Und ich hoffe, ihr fühlt euch wohl in Barrys Zuhause. Naja, ich weiß nicht, Sandy, was sagst du? Alter, natürlich nicht. Ey, obwohl, oh, guck mal, wir haben sogar ein Teddybär und ein gemütliches Bett hier. Ja, und wie sehe ich denn aus? Ich sehe nur noch meine Arme und meine Beine. Alter, ich glaube, ich einfach bin tot. Warte mal, sind wir im Himmel? Ja, nee. Warte mal, ich sehe immer meine Arme und meine Beine.
Alter Junge, Vitamine, wir haben ja hier andere Probleme gerade. Ja, das stimmt. Aber Freunde, hey, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr alle hier einmal da seid, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen coolen Videos mehr zu verpassen. Ich bin heute mit meinem besten Freund Santi im Barrys Gefängnis eingesperrt und der furzt hier wieder extrem rum. Was ist das für ein Polizeiwächter? Und ey, mach mal kurz deine Augen zu. Ja? Wo bin ich jetzt gerade? Siehst du mich? Ne, ich hab die Augen zu. Ja, okay, mach die Augen wieder auf. Was? Ich seh zwei Füße! Alter, siehst du mich echt? Alter, das Handy hast du mich gerade angefurzt. Junge, ich stehe auf deinem Kopf hier drauf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber es wird Zeit, hier zu entkommen. Nichts wie raus hier. Aus diesem Furzgefängnis. Junge, was ist mit dem Wächter hier los? Wo sind wir hier gelandet, ey? Keine Ahnung, es wird Zeit. Aber komm, komm, komm. Schlagen wir mal das hier auf und starten den Parcours. Let's go. Alter, wo sind wir? Oh Gott. Hey, oh. Sandy! Wir sind beide runtergefallen. Ja. Okay, geh vor. Okay. So. Oh. Wir dürfen auf jeden Fall nicht diese Laser und die Minen berühren, ne? Ja, und die Sprünge auch schaffen. Ja, und jetzt bin ich auch noch in First Person, Freunde. Das ist natürlich noch viel... Alles gut? Schwerer. Ja, mein Arm war weg. Ah, oh mein Gott, ich bin auch recht. Boah, du bist in 10.000 Einzelteile zersprengt worden. Wurde so weggefetzt. Alter, das habe ich gerade gesehen. Aber jetzt geht's nach oben. Neuer Versuch, neues Glück. Und jetzt bin ich so gut wie durch. Hast du's? Ja, ich bin durch und warte. Okay, okay, guck mir an, wie ein Profi renne ich hier durch, ey. Bloß nicht. Alter, du hättest fast die Mine berührt. Oh mein Gott, okay, ich hab's geschafft. Okay. Weiter geht's. Oh oh, das ist natürlich jetzt hart. Oh. Ja, das war kein gutes Timing. Bist du jetzt einfach dagegen gesprungen? Ja, irgendwie, ich hab... Oh, okay. Mir das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Okay, und jetzt muss ich... Wow, first try. Wow, ja, easy, komm, weiter geht's Alter. Jetzt hier. Oh oh, das ist der furzende Barry. Oh nein, Barry ist wieder da. Ich versteck mich hier. Syntax, bist du da hinten um die Ecke? Ach, nein, toll, das hat dir super geklappt. Komm her, Barry, hier bin ich. Oh, Barry hat uns erkannt. Oh, ich hab den Schalter gedrückt und jetzt muss ich abhauen von Barry. Warte, auch, ich muss den Schalter drücken? Ja, natürlich, was dachtest du denn? Alter, er hat mich geschnappt, ey, der dicke Polizist. Der dicke Polizist ist genau unter mir, wenn du das so genau wissen möchtest. Und alles klar, okay, ich hab auch den Schalter. Oh, hier sind die Laserstrahlen, die wir nicht berühren sollten. Oh ja, ich komm auch. So, komm. Ich bin durch, ich hab's geschafft. Was, first try? Ja, yeah, first try. Ich bin ja auch nicht so ein Noob wie du. Ja, alles klar. Okay, guck mal zu, wie ich das jetzt mache, okay? Index, du wirst es nicht schaffen. Alle hopp. Los. Oh, Sandy, Alter, das sieht mega gefährlich aus. Ich hab's geschafft. Oh, let's go. Puh. Okay, gut, dann nichts wie weiter. In die Toilette. Hallo, lass mich raus. Kurze Pinkelpause. Okay, dann gehen wir die Tür wieder zugemacht. Ey, ein bisschen Privatsphäre, bitte. Sorry. So. Die Tür ist kaputt, ich krieg hier nicht zu. Sandy, komm mal in meine Tür. Ja, alles klar. Hallo? Alter, Junge, stinkt das. Was hast du denn hier für eine Bombe gelassen? Die Toilette ist verstopft. Guck mal, was in meiner Toilette passiert ist. Boah, du hast ein Loch reingefurzt. Ja, das war auf jeden Fall eine harte Tour, wie soll ich sagen, ey. Alter, let's go. Boah, der scheint... was? Okay, wir sind anscheinend jetzt im Lava-Paradies. Oh mein Gott, Junge, wo sind wir? Das ist unter meiner Toilette gewesen die ganze Zeit? Ja, anscheinend. Du musst ja so dolle gepresst haben, dass du hier eine ganze Lava-Bucht rausgepresst hast. Denkst du, das ist alles dadurch entstanden, auch die Brücke und so? Ich denke, das ist hier ein Naturwunder. Ein Naturschauspiel. Oh ja, so. Santi, mach mir bitte nicht... Hey, ich bin durch. Warte mal, echt jetzt? Hey, ich hab's einfach geschafft. Yo, aber du hast mir die ganzen Blöcke zerstört. Kein Problem, immer wieder und? Gerne. Ah. Hey, wie hab ich das so schnell geschafft? Ist ja auch ganz egal, Santi. Hey, warte mal, ich kann mich nicht mehr bewegen. Hallo? Alles gut bei dir? Hallo? Okay, ich kann wieder laufen, Santi. Alles klar, ich drück dir die Daumen. Okay, ich seh dich dort hinten. Du stehst da und wartest so frech auf Feuer mich. Feuer dich an. Ja, okay, warte. Eins, zwei und Kaninchen! Oh. Ja, toll, nein. Hat ja super geklappt. So, warten wir mal kurz. Und das ist übel schwer. Ich muss genau zur rechten Zeit springen und yeah! Oh, der Profi. Gib mir High Five!
High five, Kollege. Alter, wieso rennst du so komisch eigentlich seit neuestem? Ich renne nicht komisch. Ja, doch, du machst deine Arme so nach hinten. Weißt du, was ich meine? Ja, ach so. Ja. Das hast du so was Neues gekauft, oder was? Ja. Okay. Cool. So, hier kommen Spikes raus. Wow, ey, fast wurde ich... Oh. Das sind die. Mir geht's super. Ich bin wieder da. So, und jetzt durch hier. Durch. Okay, ich bin fertig. Und du bist an der gleichen Stelle wieder runtergefallen. Also irgendwie, Junge, ich dachte, das wäre einfacher hier. Warte, jetzt. Denk dran, das ist Barrys böses Gefängnis. Ja, alles klar, tschüss. Und oh, ich gehe wieder zurück. Du bist einfach der Kugel entgegengelaufen. Alter, oh mein Gott. Sie kommt. Okay. Ich könnte es schaffen. Bitte. Oh, nein, was? Ich hab's geschafft. Okay, Freunde. Sie kommt wieder, die Kugel, und... Los. Hey, Kugel. Oh mein Gott, Junge, ich darf jetzt nicht getroffen werden. Ich hab noch keinen Checkpoint. Mann, ey, ich wurde wieder getroffen. Okay, rennen wir mit Vollspeed zu diesem ersten kleinen... zu der ersten kleinen Bucht und dann gleich zu der nächsten durch. So, weiter geht es. Ich hoffe, ich schaff's diesmal. Die schwer sein. Komm. Ja, wow. Hä? Ich war doch drinne. Ja, das ist der Hard Mode, Kollege. Ja, du hast sowas von recht, aber nicht. Oh, für Vitamine. Ja, ich sehe dich, wie du da liegst. Hey, ich habe doch nur einen Mittagsschlaf gemacht. Ja, alles okay. Ich sehe dich da hinten. Okay. Oh. Jetzt losrennen. Oh, komm, spring, los. Du bist in der letzten Moment um die Ecke. Oh, boah. Oh mein Gott, also. Achtung. Okay, und jetzt let's go, da sind wir doch und hab's geschafft. Oh, aber wir haben das nächste Problem, glaube ich, hier. Hallo, Freunde, könnt ihr mir nicht helfen? Den furzenden Barry! Alter, ich wurde erwischt von ihm. Ist das überhaupt Barry? Der hat so einen Stahlhelm auf. Junge, der sieht auch aus wie Barry ein bisschen. Ja, und ich habe gesehen, wir müssen da dreimal dieses Teil dort aktivieren, ne? Oh ja, zweimal habe ich schon gedreht. Hey Barry, lass mich in Ruhe, wir können über alles reden. Könnt ihr nicht meine Freunde sein? Ja, hat mich wieder gefasst. Oh Gott, okay, ich habe es dreimal gedreht, du auch? Okay, ich auch, und jetzt muss ich nur noch, ja, gegenüber entkommen. Renn. So, oh, er ist direkt hinter mir. Oh, bei mir auch. Oh, denk dran, hier kommt so eine Feuerkugel runter. Okay, nee, ich warte bis die nächste Kugel. Ich hoffe, wir sind zu spät losgerannt. Nee, ich hab's geschafft. Guck mal. Ja, aber ich glaube, Vitamine, da kommt noch eine Kugel. So, jetzt nach oben. Okay. Oh mein Gott. Okay, ich renne einfach so durch. Ich bin oben. Oh, Sandy, bitte überlebst. Boah, Junge, war das knapp. Alter, das war mega easy. Knapp. Komm, zusammenfahren. Okay. Let's go. Hä? Du bist bei mir in dem Boden drin. Ja, du auch. Ey, Sandy, ich trappel auf dich drauf. Alter, Junge. Alter, Junge. Du hast mich an die Decke katapultiert. Ja, Junge, ich bin richtig geflogen. Oh, okay. Hey, wir können uns jetzt entscheiden. Cafeteria oder zum Sicherheitstraining? Ich glaube, ich gönne mir jetzt erstmal hier so einen Drink. Alter. Wow. Du bist Sonic. Junge, hol dir auch mal den Drink. Okay, warte mal. Und jetzt Speedrun. Junge, wie eklig trinkst du? Let's go. Trinkst du so nicht? Bam, bam, badadam. Ich trinke immer so. Oh mein Gott, Alter. Oh. Ich bin in die Laser. Okay, warte. Durch die Laser. Ich bin auch voll in die Laser gesprungen. Alter, okay, nächster Drink. Egal. Zum Glück gibt es hier unendlich Cola-Dosen hier drin. Ja, vielleicht gibt es aber bald keine Cola-Dosen mehr, sondern nur noch Sprite. Oh Gott, das ist ja ganz und gar nicht gut. Okay, diesmal müssen wir... Oh mein Gott, wir müssen richtig aufpassen. Hast du es geschafft? Ja, chill. Ich bin erstmal den ersten Laserhindernis durch. Oh. Alles klar. Ich auch. Und los. Springen. Und ich in First Person ist es natürlich alles noch schwieriger. Der letzte Sprung. Du hast ihn nicht geschafft. Ja, ich hab's nicht geschafft. Und ich bin tot. Okay, Freunde, tut mir leid. Der Rüpser, der war von Senti. Dann hast du es geschafft? Ja. Let's go. Freunde, ich muss das Ganze nochmal machen, weil Sandy mich runtergeschubst hat. Hallo, hier bin ich. Ja, oh, da kommt der. Warte mal, Sandy, ich muss mal ganz kurz was gucken gehen. Wohin geht's hier? Oh. Hallo, kommst du her? Wow, Alter, ich dachte, hier ist mal ein Secret oder so und dann ist da nichts. War das eine Falle? Ja.
Egal, ich renne mit Vollspeed. Achtung. Wow. Und ich bin gleich wieder bei dir. Keine Sorge, okay? Ja, ich warte auf dich. Kannst du schon mal Barry verprügeln? Nee, ich fange dich auf hier. Spring meine Arme. Ah, okay. So wie so ein romantischer Film, okay? Guck mal. Guck mich an und... Hab dich. Boah, ich hab dir voll ins Gesicht gerüpst. Ja, alles gut. Ich hab mich schon dran gewöhnt langsam. Okay. Jumpen wir mal direkt nach oben und dann endlich wieder in die Freiheit. Freiheit? Hier ist der Lagerraum. Ich hab eine Leiter. Ah, okay. Ich hab auch eine Leiter. Wo wollen wir hin damit? Ja, zum Leiterraum. Da, wo steht. Ah. Oh, finde eine Leiter. Ich glaube, das ist gut. Ja, finde eine Leiter. Und ich denke mal, hier sie hinzuplatzieren. Ali hopp. Ali hopp. Ich hab's geschafft. Ja. Ali hopp. Ich hab's auch geschafft. Yo, let's go. Junge, guck mal, hier ist sogar noch einer. Hier war gerade einer. Hier stand gerade einer. Oh, oh. Warte mal. Wow. Oh mit den Gott. Laserstrahlen. Ja, okay. Das wird, glaube ich, ein bisschen... Ich bin irgendwie vor der Zeit heiß. Ich auch. Na toll. Okay, wir schaffen's. Und boom. Oh mein Gott, ist das anstrengend. So, wieder drüber springen, das ist gar nicht so einfach, ne? Das ist übel schwer. Los, ich hab's geschafft. Okay, guck, ich hoffe, die kommen noch einmal. Oh. Ich warte noch einmal und... Nein! Junge, ich bin in den Lasern gespawnt. Ey, am besten wartest du noch einmal. Hier ist ein Kollege gerade gewesen. Jo, ich hab den auch gesehen. Aber nur ganz kurz. Ja, der war nur ganz kurz down. Sandy springt einfach durchgängig. Oh. Wo? Yeah. Nein! Was? Hey, du bist am Ende runtergefallen. Und yeah, Sandy! Moin. Weiter geht's. Junge, das war echt nicht so einfach. Ja. Und wo... Oh, hier fallen Kugeln runter. Oh ja, aber jetzt hier... Oh, hopp. Ey, wenn die auf deinen Kopf fallen, dann bist du auf jeden Fall ein Kopfloser. Ja, ich pass schon auf. Ich hab extra einen Helm auf. Whoa, wo fallen die hin? Ich sehe die nicht mal. Alter, Junge, darf ich die jetzt berühren? Okay, nee, keine Ahnung. Okay, so. Ah. Ich hab's geschafft. Okay, ich bin durch. Wie hast du es denn geschafft? Ja, keine Ahnung. Ich hab mich einfach nicht von den Kugeln treffen lassen. Ja, wow, ey. Guter Tipp von dir. Ach, ist mir egal. Dann gehe ich halt ohne Sandy weiter. Und jetzt sollen wir alle Ventile schließen. Das machen wir natürlich. So, Nummer 1 geschlossen. Dann fallen wir hier so mal runter und schließen gleich Nummer 2. Wie geht's bei dir voran? Ja, ich habe auch das erste geschlossen. Okay. Und jetzt muss ich durchs Minenfeld. Barrys Minenfeld. Huh, kann uns aber nicht aufhalten. Wir haben alle drei Ventile geschlossen und... Hey, was machst du hier? Junge, ich muss auch noch das letzte Ventil hier dingsen. Nichts da. Du bleibst in Barrys Gefängnis, Mann. Oh, zack, Alter. Easy. Ja, okay. Und dann bin ich mal gespannt, wer als erstes hier oben ist. Ja, ich sehe dich schon. Achtung. Oh mein Gott. Warte mal. Ich bin auch runtergefallen. Mist, ich dachte, ich könnte eine Abkürzung nehmen. Oh Gott, ich dachte, ich könnte weiterspringen. Versuch Nummer 2 und Sandy hat es direkt geschafft. Wohin? Tschüss. Nein. So, und dann bin ich durch. Mal gucken, was jetzt kommt. Ein Labyrinth? Nee, doch nicht. Ich habe einen Ausgang gefunden. Du hast noch... Yo! Oh mein Gott, Speedrun, ja. Ja, oh. Wir werden durch die Ventile geschoben. Oh, ich bin direkt hinter dir. Ja. Ich bin runtergefallen. Lüftungsschächte. So, springen und... Bam! Yeah! Wo bist du? Ja, ich hatte einen kleinen Unfall gehabt, sag ich mal, ne? Ja. Da, warte mal. Ey, der andere ist schneller als du, oder? Oder nee? Ich komme. Yeah, da bist du. Oh nein, das ist auch gar nicht so einfach. Wow! Oh mein Gott, da fliegt die Karotte, die erste Fliege. Was? Hast du geschafft? First try. Okay, ich schaff's auch first try, okay? Okay, ich kann nicht... Let's nicht mehr... go! Wo bist du? Oh, ja, ich schaff's. Ah! Nein, ich wurde getroffen. Ich wollte dir zugucken. Ey, meine Einzelteile sind da reingefallen, hast du nicht gesehen? Oh, let's go, schaffen wir es wieder direkt und... Oh, ich hab's wieder geschafft, Sandy! Was? Schon wieder? Ja klar, Mann. Ich bin doch kein Noob. Okay, jetzt schaffe ich es auch. Siehst du mich? Ich bin oben. Ich sehe. Oh. Ich hab's. Yo! Okay, da bist du. Jetzt lass uns raus hier aus dem... Oh. Hallo? Hallo, habt ihr jemand Pizza bestellt? Sandy. Warte mal, Pizza? Oh Gott, das aber nicht von Gary. Dir. Das ist sein Bruder. Gary, der kommt... Alter, Junge, der wirft mich mit Essen ab. Ey, Gary, Alter! Oh mein Gott, der ist richtig hinter mir. Oh mein Gott, nein. Warte mal, wir brauchen die Waffe, diese Essensbazooka. Ich hab sie. Hey, Gary, Alter, wir können über alles reden, Mann. Oh mein Gott, schieß ihn ab. Oh, ey,
Alter, bin die Respektschelle gegeben. Aua! Der hat mich übel geschlagen mit seiner Pfanne! Ja, ich seh's. So. Hey, Gary, komm. Gary! Warte mal, ich hab ihn besiegt und er hat mich besiegt. Hey, wie? Hast du es geschafft oder nicht? Wir haben uns beide gegenseitig besiegt. Okay, ich hab ihn auch besiegt jetzt. Okay. Alter, das war ja nochmal krass. Wir haben uns einfach wirklich gegenseitig besiegt. Jetzt siehst du eigentlich, wie ich schieße mit meiner Waffe? Nee, ich hab ja keine mehr. Warte mal, ich hol mir noch schnell die Bazooka. Ja, hol die mal. Und Santi, schau mal, was ich jetzt kann. Warte. Wow! Alter. Hab ich dich damit getötet? Hä, du hast getötet. Warte mal. Yo! Wie weit geht denn der Strahl? Junge, chill mal. Ey, sorry, Santi. Wir sind wieder Freunde. Ja, alles klar, Kollege. Okay, ich rutsche jetzt erstmal die mega lange Rutsche nach unten. Oh ja, ich komme auch. Achtung! Wow! Bam! Hast du geschafft? Ja. Und soll ich dich jetzt in der Luft zerschnetzeln? Junge, chill mal. Ich werd dich gleich zerschnetzeln. Ja, okay. Ich lass dich in Ruhe. Wo bist du denn? Ich komm. Warte ja. Junge, ich komm grad. Ich wurde gerade ein paar Mal erledigt von dir. Ja, okay. Da hast du allerdings recht. Das ist ein weiter Weg bis da. Okay, ich komm runtergerutscht. Siehst du mich jetzt? Nee, noch sehe ich dich nicht. Oh, ich rutsch. Oh, da bin ich. Moin. Yeah. Alter, du bist wie ein Flipper geflippt. Ja, alles klar. Alle guten Dinge sind zwei. Let's go. Nächster Versuch. Yeah. Okay, alles gut, das gehört auch zu meiner Show, weißt du? Ah, yeah, da kommt der wieder! Wow, jetzt hab ich's! Nummer 4, yeah! Let's go, ey, ich schneide das so, dass es der erste Versuch war, okay? Oh, na klar, Mann. Oh ja, aber Vitamine. Ja. Wie geht's dir eigentlich? Ich weiß es nicht. Komm, lass uns jetzt abhauen hier aus dem Exit. Und yo, diese Laserstrahlen. Oh ja, pass okay. Auf. Ich finde das ganz easy eigentlich. So oh leicht. Ja. Ja, bis jetzt. Ich lebe. Wie, du lebst? Ja, super, dass du lebst. Was? Ich lebe nicht mehr. Ach, was, Sandy? Ich hab's first try. Na, chill mal ein bisschen. Irgendwie auf einmal ist dann so ein Laser entstanden vor mir. Der war vorher Alter. Nicht da, wirklich. Ich hab ja auch so, wie gesagt... Was ist es? Ja, alles gut. Red weiter. Ich weiß nicht mal, wo du bist jetzt. Schon ja, wieder. Ich bin ganz unten. Boom! Wo ist mein Laserstrahl schon wieder hin? Egal. Werden wir nachher finden. Und da kommt er angeflogen. Da komm ich. Wohin überhaupt? Ach, dahin. Nein! Oh, das war aber nochmal knapp, ne? Alter, ich fall jetzt wieder runter. So, okay. Ja, um diesen Parcours jetzt zu machen, brauchen wir hier diese Metalldinger. So. Oh ja, ich kümmere mich schon drum. Metallstäbe und damit können wir uns dann einen Weg bauen, um rüberzukommen. Oh, ich bin schon dabei. So, ja. Vorsichtig, nicht über die Minen vielleicht, ne? Jojo, alles gut, hast du bis jetzt geschafft. Yo! Oh mein Gott. Kannst du mich vielleicht nächstes Mal noch weiter wegdrücken? Junge, ich bin fast runtergefallen wegen dir. Warte mal, ich bin fast runtergefallen wegen dir. Junge. Geh weg. Alter, du hier rum. Das sieht so, du musst mich mal gleich angucken, wenn ich was in der Hand habe, okay? Ja, okay, warte. Das sieht so lustig aus. So, und rüber. So, okay, ich guck mal zu. Hallo. Alter. Das sieht echt komisch aus. Ja, Junge, ich muss richtig aufpassen. Guck mal, ich hab auch gar nichts in der Hand bei dir, ne? Absolut gar nichts. Oh mein Gott. Alter, Junge, das ist richtig gefährlich hier mit den Bienen. Ja? Okay, warte mal, ich geh mal gucken. Hab's. Oh. Das ist Barry. Hä? Du hast mich getötet! Was? Alter, du hast mich getötet. Okay, nee, ich hab Checkpoint, alles gut. Was ist? Tot, ich hab einen Schlag gebraucht. Oh mein Gott, was? Alter! Ey, du tötest mich die ganze Zeit! So, das Barry, Freunde! Und wir müssen jetzt... Alter! Santi? Das war die Rache, Freundchen! Hey, das Junge. War deine Rache! Das Junge, du hast mir dreimal schon eine Rache gegeben. Ich könnte jetzt fünfmal eine Rache geben. Hey, Barry! Komm mal her! Wow. Ich schieß auf den! Yo! Pass mal auf mit dem Laserstrahl! Ey, der stirbt nicht bei mir! Warte mal, der ist One-Hit. Okay, er ist tot. Der ist One-Hit und du bist auch One-Hit. Ja, auf. Waffenpause, okay. Und jetzt, komm, lass uns mit. Na, warte ab. Wo bist tschüss, du? Ich fahr hier raus aus dem Gefängnis. Ich werde dich schon noch kriegen. Oh, ich bin im Auto. Du bist nicht im Auto. Oder bin ich im Auto? Yeah! Auto ich fahr jetzt weg.
Vollgas! Oh mein Gott, Vita, ich bin schon weiter. Ich danke schön. Hä? Was? Ich bin schon bei Parcours. Ich habe den nächsten Checkpoint. Ich bin hier schon oben einfach gespawnt. Oh, wie unfair. Ja, das ist Karma, mein Freund. Ja, warte ab. Ich bin gerade auch da. Weil ich war ja schon im Auto, ey. Und dann auf einmal, als es losgefahren ist, hast du mich getötet. Ja, okay. Und wo bist du? Ja, ich bin auf dem Berg. Nee, ich bin unten auf dem Berg. Ja, ich bin jetzt auch da. Moin, hinter dir. Hey, veräpple mich nicht! Ich hab's geschafft, ich bin schon oben. Okay, ich bin jetzt auch und mach mir eine kurze Waffenpause. Junge, was für kurz? Ja, natürlich. Okay. So, vorsichtig jetzt nur noch hier hochspringen. Oh, okay, es geht noch weiter nach oben über die Rohre. Und dann sind wir oben! Hallo? Moin, okay, beruhig dich jetzt, ne? Moin, ja, Waffenpause jetzt. Wenn ich eine Sekunde Laser gehe, dann schieß zurück. Ja, warte mal, ich verkleide mich einfach. So. Alter, was, das geht? Ja, klar, wie gefalle ich dir? Wow! Ja, weg damit! Wer lacht jetzt eins? Okay. Mach schnell deine Abmoderation, sonst... Oh. Hä, mein Laser ist weg. Nee, den kriegst du wieder. Let's go! Oh, Freunde, wir müssen uns schnell verabschieden, bevor das hier noch ein tödliches Ende gibt. Oh, warte mal. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, mit mir und meine besten Freundin Zenti, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen coolen Videos mehr zu verpassen. Schaut bei meinem besten Siren-Kopf-Freund Zenti vorbei und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin, tschüss! Tschüss. Schmeckt das gut. Hey, Barry, Schatz. Ess nicht wieder alles auf einmal auf. Oh, der Film ist so langweilig. Alter, schau dir mal den fetten Polizisten vor uns an. Ja, Alter. Der ist übelst fett. Nur noch ein bisschen Popcorn. Nom, nom, nom. Ey, wenn der so weiter ist, dann platzt der bald. Was sagst du dazu? Wollen wir den ein wenig ärgern? Ja, und ich habe die perfekte Idee. Schau mal, ich habe sogar noch einen Feuerlöscher mit. Damit können wir den Fettsack einsprühen. Der Film ist so cool. Okay, ich bin bereit. Lass den Fettsack ein bisschen einsprühen. Der ist eh ekelhaft und stinkt hier das ganze Kino voll. Alles klar. Hey, Fettsack, aufstehen. Ja? Was habt ihr denn, Kinder? Alter, du bist der fetteste Fettsack, den ich je gesehen habe. Du stinkst wirklich nach Schweiß und nach Popcorn. Geh dich mal duschen. Hier, eine Abkühlung. Was sollte das? Den Fettsack hätten wir es gezeigt. Was sollte das? Hey, ihr da, was sollte das? Warum habt ihr meinen Ehemann geärgert? Hey, ganz genau, warum habt ihr meinen Vater geärgert? Was sollte das? Ganz selbstverständlich, so einen Fetter kann man doch nur ärgern, oder nicht? Ja, ihr müsstet nicht hinter den fetten Typen dort sitzen. Hey, das ist nicht in Ordnung. Schatz, wo bist du? Hey, das war ganz und gar nicht in Ordnung von euch beiden. Du solltest lieber deinen Vater mal im Fitnessstudio anmelden, so fett wie der ist. Hört auf, meinen Vater zu ärgern. Der hat gar nichts getan. Ach, das ist uns doch egal. Oh nein. Papa, wo bist du? Ich komme. Was sollte das denn? Warum haben die mich geärgert? Ich hab denen doch gar nichts getan. Nur weil ich ein wenig dicker bin. Aber das ist doch nun mal so. Aber die werden schon sehen, was die davon haben. Denen werde ich zeigen. Ich bin Barry und niemand ärgert mich. Schatz, was ist denn los? Hör auf. Lass dich nicht ärgern. Hey Schatz, da bist du ja. Ja, ich hab das nicht an mich rankommen lassen. Ich hab mich nicht ärgern lassen, keine Sorge. Puh, gut. Och Mann, unser Familienausflug ist damit natürlich nicht geglückt. Papa, wo bist du? Papa, hey, lass dich nicht ärgern. Ach, Sohnemann, ich lass mich nicht ärgern, keine Sorge. Komm, dann gehen wir eben noch nach Hause. Ja, dann gehen wir eben nach Hause. Komm, Mama, dann machen wir eben uns zu Hause noch einen schönen Tag. Und hey, Leute, ihr habt es mitbekommen, mein Vater wurde heute ganz, ganz dolle geärgert im Kino. Und das möchte natürlich überhaupt niemand. Wir wollten einen Familienausflug haben und nun wurde er die ganze Zeit geärgert. Aber gut, dann fahren wir eben nach Hause. Aber da sind wir auch zu Hause.
Und das alles nur, weil mein Vater ein wenig dicker ist. Und deswegen ärgern die den so. Oh Mann, niemand sollte geärgert werden. Aber egal. Hier aber zu Hause fühle ich mich wirklich, ehrlich gesagt, sogar besser und sicherer. Schatz, nimm dir wirklich sowas nicht zu Herzen. Ich liebe dich so, wie du bist. Auch wenn du 2-3 Kilo schwerer bist als normale Menschen. Ja, manchmal verletzt mich sowas, aber ich freue mich, euch zu haben. Denn euch, Familie, ihr seid das Beste. Ja, aber nun ist es auch schon sehr spät. Ich werde mich jetzt mal langsam aufs Ohr hauen, ja? Alles klar, wir sehen uns dann. Und ich werde noch eine Runde aufs Dach gehen, Sternschnuppen zählen. Hauruck! Ach, wie schön ist es denn, in Brookhaven Sternschnuppen zu beobachten. Hey, Luis, schau mal, ist das nicht der Fettsack vom Kino vorhin? Oh Mann, Alter, da will man nach Hause gehen und dann sieht man den Fettsack dort oben wieder. Ach Mann, sieht der ekelhaft und ungepflegt aus. Hey, Fettsack, du da oben, komm mal wieder runter. Wäre cool, wenn wir dich nochmal mit dem Feuerlöscher absprühen können. Dann stinkst du auch nicht so. Hey, das sind doch diese Kleinen von vorhin. Hey, was wollt ihr von mir? Lasst mich in Ruhe, ich habe euch nichts getan und ich bin doch nur ein Polizist, der seiner Arbeit nachgeht. Ja, ein fetter, schwabbliger Polizist. Fett und schwabblig, das trifft es zu. Ihr beide könnt es wohl nicht lassen. Ihr werdet schon eure gerechte Strafe bekommen. Ich bin mega sauer, denn ich bin es, Barry. Barry, was? Barry, Barry, der euch einsperren wird. Ich werde eure Schikanen nicht mehr weiter mitmachen. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Barry? Ja, ich bin es, Barry. Und das war jetzt eindeutig eine Nummer zu viel. Barry wird euch einsperren. Was eine lustige Vorstellung. Barry der Fettsack. Hey, Kumpel, wo bist du? Hallo? Nichts da, dein Kumpel kommt nicht mehr so leicht frei. Ich bin übel wach geworden, weil ich hatte anscheinend einen schlechten Traum. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass gerade jemand geschrien hat. Aber puh, wahrscheinlich war es wirklich nur ein dober Traum. Mann, oh Mann, oh Mann, meine Mama ist auch noch fleißig am Schlafen. Und wo ist Papa? Papas Bett ist gar nicht besetzt. Hä? Wo hat sich denn Papa hin... Oh Mann, der wird wahrscheinlich immer noch traurig sein. Ach Mann, vielleicht sollten wir ihn auch ein bisschen aufmuntern. Ich meine, Papa hat heute einen echt schweren Tag gehabt, denn er wurde heute die ganze Zeit gemobbt von den Jungs. Papa? Papa, wo bist du? Hey Kumpel, wir können doch mal über alles reden. Das mit Fettsack, tut uns leid. Wir können wirklich reden, Mann. Ja, meine Eltern machen sich bestimmt schon Sorgen, wo ich bleibe. Lass uns raus hier. Ihr beide habt euch lustig über mich gemacht. Und das werde ich nicht nochmal zulassen. Ich werde euch versprechen, dass ihr dieses Gefängnis nie wieder lebendig entkommen werdet. Ey, das war jetzt echt ein cooler Scherz von dir, Mann. Dickmann, lass uns wieder frei, ja? Ihr beide werdet nie wieder frei. Ihr beide werdet nie wieder freikommen. Dafür werde. Egal, das ging nicht anders. Dafür werde ich sorgen, das verspreche ich euch. Der hat doch nicht wirklich gefurzt, währenddessen er gesprochen hat. Mann, ist das ein ekelhafter Polizist. Aber das ist Barry, der böse Polizist. Ganz genau. Niemand weiß, dass ich Barry bin. Und so leicht werde ich es auch nicht zulassen, dass es jemand herausfindet. Ich liebe meine Familie und ich liebe mich. Mich und meinen Körper. Aber das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Ihr werdet schon sehen. Oh Mann, der ist echt ein Psychopath, Alter. Papa, wo bist du? Bist du vielleicht hier oben? Nein. Oder? Er ist bestimmt Sternschnuppen zählen. Oben auf dem Parkdeck. Okay, dann werden wir mal nach oben gehen. Vielleicht ist er hier oben. So, ich kann eh nicht schlafen gerade so. Hey, wo bist du? Er ist nicht da. Komisch. Normalerweise ist er entweder hier oben oder schläft. Aber ich kann jetzt auch niemanden sehen hier. Nee, man hat hier eine echt gute Aussicht in ganz Brookhaven. Aber mein Papa, der ist irgendwie nicht hier.
Egal. Naja, dann gehe ich wieder ruhig. Hey, Papa, da bist du ja. Wo warst du? Hey, Sohnemann. Alles klar bei dir? Hey, ja, ich hab dich gesucht und du warst unten? Was hast du denn unten im Keller gemacht? Ach, oh, ich hatte noch, ein Geschäft zu erledigen. Ein Geschäft zu erledigen? Du meinst auf Toilette gehen? Ja. Aber die Toilette ist hier oben. Da unten ist keine Toilette. Ich meinte am PC ein Geschäft erledigen. Ich hab mir was noch bestellt im Internet. Okay. Hilfe! Hilfe! Papa, hast du das gehört? Hier irgendwo kommt Hilfeschrei her. Wahrscheinlich von hier irgendwo in der Nähe. Wir müssen den Leuten helfen. Ach so, ne Mann. Das wird von irgendwo draußen kommen. Ist ja auch egal jetzt. Hey, tut doch jemand Hilfe. Papa, ich glaube, das kommt von unten. Im Keller. Hat sich da jemand versteckt? Oh nein, wir müssen jemandem helfen. Vielleicht ist unten eine Katze oder eine Schildkröte eingesperrt. Mist, warum schreien die so? Mein Sohn, der bekommt das mit. Oh nein. Ich muss Mama wecken. Du kannst doch nicht Mama wecken. Lass Mama schlafen. Was? Lass Mama schlafen. Papa, was ist los jetzt? Nichts wie mit nach unten mit dir, bevor meine Frau noch was mitbekommt. Nein. Warte mal, Papa, was machst du mit mir? Hey, Papa? Ah, Sohnemann, es ist nur deine eigene Sicherheit. Hey, warte mal. Stopp, Papa. Was machst du mit uns? Wir sind hier eingesperrt. Na, glaub mir, das muss so sein. Ich muss mich jetzt erstmal um meine Frau kümmern. Oh, keiner darf das mitbekommen. Schnell weg hier. Hey, warte mal, was? Nein, das kann doch nicht sein. Mein Vater hat mich hier eingesperrt. Und hey, warte mal, wer seid ihr denn? Hey, dich kennen wir doch noch. Und deinen Vater. Wir haben ihn geärgert. Okay, das war nicht ganz gut, aber ihr seid doch die Familie aus dem Kino. Ja, Mann, wir sind jetzt hier schon übel lang eingesperrt. Holt uns raus. Mein Vater hat mich selber hier eingesperrt. Wir wissen doch selber nicht, wie wir freikommen. Oh Mann, wir müssen irgendwie einen Weg finden, um hier rauszukommen. Es ist nämlich... Warte mal, mein Vater ist Barry. Barry, der böse Polizist. Und ich habe es nie mitbekommen, Freunde. Oh nein, 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 nein. Wie konnte das denn nur passieren? Ach Gott, oh Gott. Wir müssen irgendwie wirklich einen Weg herausfinden. Aber das ist alles verschlossen. Es gibt keine Möglichkeit. Mann, wir müssen doch irgendwie herauskommen. Nur irgendwie eine Möglichkeit. Das Einzige, was ich noch mit habe, ist dieses Fernglas hier. Aber mit dem Fernglas kann ich, glaube ich, auch nichts machen. Oh, warte mal. Doch, mit dem Fernglas können wir vielleicht das Schloss aufbrechen. Was? Ich glaube zwar nicht, dass wir das Schloss aufbrechen können, aber okay, du musst es probieren. Doch, wir müssen es probieren. Ich hau mal drauf hier. Vielleicht könnte es brechen. Das wäre unsere einzigste Chance. Ach Mann, das ist doch total sinnlos. Was machst du da? Hey, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass das funktioniert. Hey, jetzt raus. Langsam rausschleichen. Wir müssen echt leise sein, bevor Barry uns mitbekommt. Du hast recht. Wir müssen hier raus. Barry, mein Vater, ist mega böse. Und ich darf nicht mehr länger bei meinem Vater bleiben. Ich meine, okay, ihr habt ihn mega geärgert. Aber das ist kein Grund, euch einzusperren. Kommt vorsichtig mit. Wir klettern hier nach oben. Und dann müssen wir hier raus. Wo ist der? Oh Gott, hallo? Er ist da drüben. Er schläft. Also, komm, nichts wie raus jetzt hier. Kommt mit. Vorsichtig. Los. Oh, und jetzt nichts wie raus hier. Oh, da ist das Ende. Komm. Und gleich sind wir weg hier. So, und dann hätten wir es geschafft. Schnell. Los, kommt. Schnell hier um die Ecke. Ich glaube, hier sind wir erstmal sicher. Oh Mann, das war ja nochmal knapp. Oh ja, wir sind trotzdem erstmal entkommen und müssen irgendwie jetzt noch meine Mutter befreien, denn die weiß nicht, dass Barry ein Bösewicht ist. Aber Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, wie wir Barry als heimlichen Vater kennengelernt haben, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen coolen Videos mehr zu verpassen. Hier könnt ihr noch zwei alte coole Videos anschauen. Schaut euch die gerne jetzt unbedingt an. Also hier rechts nur draufklicken. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss.